Sonderanforderung. Geländegängiger Späh-Rover. Ein Nomad. Sechsradantrieb. Jetpacks. Genau das, was Sie brauchen. Die Initiative hat davon nur ein paar gebaut. Das muss Clancy gemeint haben. Die Kiste benötigt einen Zugangscode von einem Aufklärungsposten. Aufklärungsposten sind Kontrollpunkte zur Notfallversorgung. Mehrere davon befinden sich zurzeit im Orbit. Ich kann einen anfordern. Suchen wir eine gute Stelle dafür. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Sieht aus, als wäre... ...sind die Vorräte des Aufklärungspostens intakt. Lade den Zugangscode für die Nomad-Kiste herunter. Der Nomad sollte problemlos laufen, aber prüfen Sie Vor- und Rückwärtsgang, okay? Keine Bodenhaftung. Es ist zu steil. Schalten Sie auf Sechsradantrieb um. Dann kommen Sie sofort auf. Vergessen Sie die Jetpacks des Nomad nicht. Damit überwinden Sie die meisten Hindernisse. Wenn Sie mehr Saft brauchen, können die Booster Sie beschleunigen und aus der Gefahrenzone bringen. Ich hab's. Das Signal kommt von dem Bauwerk da vorne. Ich orte Tech der Initiative in der Nähe von... über uns? Ich seh's. Da oben, bei dem Teil mit dem Gerüst. Es funktioniert, aber ich kriege nur zufällige Symbole rein. Glyphen. Wenn ich mehr Glyphen hätte, um meine Datenbank von Habitat 7 zu erweitern, könnte ich vollständig mit der Konsole interagieren. Und hoffentlich in Gang setzen, was auch immer der Atmosphäre hilft. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder.
Es funktioniert, aber ich kriege nur zufällige Symbole rein. Glyphen. Wenn ich mehr Glyphen hätte, um meine Datenbank von Habitat 7 zu erweitern, könnte ich vollständig mit der Konsole interagieren. Und hoffentlich in Gang setzen, was auch immer der Atmosphäre hilft. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Es ist rutschig, aber der Blick ist großartig. Wer wäre so verrückt, schwere Ausrüstung darauf zu tragen? Ich glaube, das genügt. Zu professionell für einen Bergungsgutsammler. Wer studiert diesen Ort sonst noch? Ich baue eine Verbindung auf. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Das System wirkt instabil. Lief es bei meinem Vater damals genauso? Der Vater hat direkt auf den Atmosphärenwandler zugegriffen, was sich als äußerst gefährlich erwies. Diese Bauten könnten das Kontrollzentrum preisgeben. Das System ist weiterhin instabil. Wenn wir die Energiezufuhr verdoppeln, könnte das den Prozess beschleunigen. Ich versuch's mal. Nein! Weg da! Oder ich lege sie um! Wow, ganz ruhig. Lassen Sie dem System etwas Zeit. Ich studiere diese Technik seit Monaten. Ich weiß nicht, wie Sie die Glyphen aktiviert haben, aber Sie müssen das Programm durchlaufen. Okay, runter von mir. Sie liegen nicht gerne unten, was? Ich weiß, ich weiß. Wer bin ich? Ich meine, wer Sie sind, ist klar. Ich habe das Schiff gesehen. Sie sind ein Pathfinder. Ich dachte schon, die Initiative hätte Sie erfunden, damit wir nicht die Hoffnung verlieren. Aber Sie sind real, hm? Reißen Sie mich doch noch mal um, nur um ganz sicher zu gehen. Nein, muss ich nicht. Sie sind eindeutig körperlich und sogar ziemlich stabil gebaut. Na, sieh mal einer an. Das System ist jetzt stabil. Ich stelle eine Verbindung her. Oh Mist. Ich kenne diese Dinger von Habitat 7. Später, schalten Sie sie erstmal aus. Schlecht. Mein erstes Zusammentreffen mit den Relikten lief nicht so gut. Relikten? Diese Monolithen, die Beobachter und Assembler-Bots, das sind alles Relikte von etwas viel Größerem. Aber das ist zu lang. Lang ist schlecht. Also die Relikte. Mein Name ist als PB auch besser. Ryder, Sie haben diese Relikt-Technologie studiert. Was wissen Sie darüber? Viel. Aber bei weitem nicht genug. Sie ist alt, benutzt Glyphen und hat gute Schutzmechanismen. Ich habe gesehen, wie diese Tech den Himmel über Habitat 7 freigeräumt hat. Wir hoffen, dass sie das auch auf Eos tun kann. Manipulation der Atmosphäre. Könnte sein. Passt zum Modell. Die gesamte Relikt-Tech ist vernetzt. Sie haben irgendwie mit diesem Monolithen interagiert. Und jetzt pinkt er die anderen an. Wenn Sie die ebenfalls aufwecken, führen Sie sie mit Sicherheit zu einem Hauptschalter, der das Strahlungsproblem löst. Interaktion mit dem Monolithen, Verbindung bis zur Quelle verfolgen, kein Problem. Klar, aber verärgern Sie dabei nicht zu viele Beobachter. Hier, nehmen Sie meine NAV-Punkte. Ich muss rausfinden, wie diese Interaktion funktioniert. Und seien Sie vorsichtig. Auf diesem Planeten gibt's alle möglichen seltsamen Dinge.
Die Strahlenbelastung nimmt zu. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Tempest ist ein guter Name. Nicht der beste, aber gut. Und was wäre der beste Name? Hey, nur weil ich mich beschwere, bedeutet das nicht, dass ich darüber entscheiden will. Das bedeutet es nie. Diese Reliktstätte hat die Geißel angelockt, Pathfinder. Instabile Aktivität in der Nähe. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Sehen Sie, dort gibt es Schutz, Wasser, festen Boden. Die Stelle wurde wegen der starken Camp-Präsenz bei dem nahen Reliktbauwerk nicht berücksichtigt, ist aber in der Tat ideal für einen Außenposten. Cat und Relikte. Die Jungs von Anlage 1 haben sich auch für die Monolithen interessiert. Haben Sie was rausgefunden? Nur was man auf die harte Tour lernt. Aber hey, jetzt sind Sie hier. Aber die scheinen nicht feindselig zu sein. Achtung! Sie machen den Kampf bereit! Ich schätze, wir müssen auch den Rest dieser Dinger finden.
Ich schätze, wir müssen auch den Rest dieser Dinger finden. Was haben wir denn hier? Es dient offenbar dazu, aus dem Boden kommende Konsolen neu auszurichten. Das könnte ziemlich nützlich sein. Wir sind nah dran. Ich weiß es einfach. Sobald unser Linguist hier ist, werden wir dieses Rätsel lösen. Hier ist so viel Technologie, sie muss uns einfach irgendwie weiterhelfen. Und dann sehe ich auch endlich Kari wieder. Unser Start war vielleicht ein bisschen holprig, aber wir werden es schaffen. Wir... Oh nein! Nein! Verdammt! Die Relikte sind nicht nur Bots und blauer Himmel. Bleiben Sie vorsichtig! Sie wollten möglichst viele Daten retten, weil sie dachten, sie könnten vielleicht beim nächsten Versuch hilfreich sein. Ja, und dieser nächste Versuch sind wir. Sieht aus, als wäre es noch nicht vollständig. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Der Interfacing war erfolgreich, Pathfinder. Ein paar dieser Bilder fehlen noch. Ich frage mich, ob hier noch welche zu finden sind. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Eine Kolonistin aus Anlage 1. Und niemand hat ihren Leichnam abgeholt? Wir wussten, dass wir einige Leute verloren haben, Ryder. Aber niemand hat uns gesagt, dass sie zurückgelassen wurden. Ich frage mich, wie viele da draußen sind. Zu viele. Lexi, aktualisieren Sie die Unterlagen der Nexus über Pavlov, Amira S. Und schicken Sie einen Bergungsshuttle hier raus. Gute Idee. Falls sie Familie hat, verdient sie es, einen Abschluss zu finden. Sie verdient mehr als das. Wir werden zu Ende bringen, was sie angefangen hat. Ich hab's! Das sollte es gewesen sein.
Interfacing fehlgeschlagen, Pathfinder. Verteidigungssysteme werden aktiviert. Ich hab's. Das hat irgendwas bewirkt. Ich sehe überall Bahnen aufleuchten. Die Monolithen resonieren. UVK-Kontakt? Tja, was auch immer passiert. Auf jeden Fall verbinden sie sich. Gute Arbeit. Machen Sie weiter. Ein Landungsschiff der Kett. Ernsthaft? Hat man hier denn nicht mal eine Sekunde Ruhe? Wirklich überall dort auf, wo wir Relikt-Tech finden. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Haben Sie schon mal einen Befehl nicht befolgt, Cora? In meiner Zeit als Soldatin? Nein, darum geht's dabei doch. Das hat sowas Mechanisches. Haben Sie darüber nie nachgedacht? Militärische Disziplin ist nicht nur etwas Cooles, gegen das Sie rebellieren können. Im Kampf verlassen andere sich darauf, dass sie dort sind, wo sie sein sollen und tun, was sie tun sollen. Denn falls nicht, sterben sie. Das bedeutet aber nicht, dass Sie das Richtige tun. Ich weiß. Lebenserhaltungssysteme sind offline. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert.
Zentrale Belastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist stabil. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen. Pathfinder. Dieser Ort würde sich für einen Außenposten eignen, aber es gibt verschiedene Komplikationen, die zuvor geklärt werden müssen. Stellen Sie sich nur vor, wie es gewesen sein muss, den ganzen Irrsinn auf der Nexus hinter sich zu lassen und als erste Siedler hierher zu kommen. All die Hoffnungen, die auf ihn ruhten. Und dann... Dieses Mal wird es anders. Ja, wir sind hier in unserem Element. Nach einer Art Ketteinrichtung aus. Diese Arschlöcher haben meine beste Forschungsstätte übernommen. Sie werden sie nicht ohne Kampf in die Nähe des Monolithen lassen.